zu Let's Play Fantasy General 2. Ich habe mal ein paar Einheiten umbenannt in der Zwischenzeit und ein paar neue Items verteilt. Die hier heißen jetzt Eisenfresser. Da sind noch die Dorfgarde, da sind noch Berserker, da sind noch die Spalterars. Das ist diesmal der Holzfäller Trupp 17a. Da sind diesmal die Mondsäger, da sind die frei und willigen Valkyren. Lunare Speere, die Aushilfsensenmänner, die sind noch der Prophet of Ravens, die freiwillige Flak, die freiwilligen Feuerspucker, Pfeilspucker, da kommt die freiwillige Feuerwehr, so rum. Die freiwilligen Brandstifter, der Tranduil-Abklatsch, die Hirschis immer noch, und die Windreiter, die freiwilligen Raubritter und die freiwilligen Fahnenritter, der versumpfte Drache, die Monster Hunter Worlds, die sind immer noch die beiden, und noch der Sturmdruck, dann hier ist mir die trollende Trolle e.V., die Panzertrolle, freiwillige Abrissbirne immer noch, Mark und Tag, die Highland Gamer und sehr Saurussel. Wir sind alle miteinander am Start. Wir haben ein bisschen hier gecheased in der letzten Folge, weil wir einfach die Harpien unsere Leute haben verzaubern lassen, dann neu rekrutiert haben und die Harpien getötet haben, wodurch unsere wieder entzaubert wurden und wieder in unsere Reihen eingetreten sind. So. Ich habe irgendwie gerade keinen Bock auf den Norden, vor allem weil es halt am Arsch der Welt ist. Also wir waren ja gerade... Gut, wir waren hier. Auch wieder richtig, aber wir waren ja ursprünglich bei Porygos. Dann sind wir hier hochgegangen, dann können wir es wieder hin, oder wir gehen einfach direkt hier zurück. Also wir gehen einfach hier hin, gehen wieder ganz runter, gehen wieder hier hin. Wir machen das. Sanaris, habe ich nicht irgendwo mal auf Deutsch gestellt, jetzt mal ernsthaft. Versorgt die imperiale Armee mit Waffen und Rüstungen. Sobald wir die kontrollieren, können wir diese Waffen und Rüstungen für uns selber benutzen und dem Imperium seine Versorgung verwerten. Wir werden mit unseren Schiffen in die Bucht von Kyrios hineinsegeln und die Stadt angreifen. Die Gilde kontrolliert den Fluss des Metalls von den Kupferhügeln und die Waffenschmieden. Wenn ihr wollt, dass sie euch Waffen aushändigen, ist es vielleicht nicht der beste Weg, die Stadt anzuzünden. Es wird euch nichts bringen. Lasst mich mit ihnen reden und vielleicht können wir ihr Vertrauen gewinnen. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ihr uns so leicht reinlegen könnt. Warum sollen wir euch denn aus unseren Fängen lassen? So einfach. Vielleicht, weil ihr daran interessiert seid, unnötiges Blutvergießen und Unschuldige sterben zu lassen, zu verhindern? Unschuldige abzuschlachten. Die Abschlachtung von Unschuldigen zu verhindern. Danke. Das war ein blöder Satz zum Übersetzen. Das ist immerhin das, was zivilisierte Leute tun würden. Wir sind nicht zivilisiert. Red nicht zu mir, was diese sogenannten zivilisierten Leute tun würden. Ich habe ihre Grausamkeit mit meinen eigenen Augen gesehen. Du hast keine mehr. Sie haben unsere heiligen... unsere heiligen Böden geschändet und... Das wird jetzt genug sein, Elsa. Ich habe schon meine Entscheidung getroffen. Ja. Mhm. Können wir sie nicht mit uns schleppen? Das ist jetzt die Frage. Was passiert, wenn ich das mache? Erstaunlich. Ihr scheint ja doch fähig zu sein, auf die Vernunft zu hören. Ich freue mich, dass ihr diese ehrenhafte Entscheidung getroffen habt. Ich hoffe, das werde ich nicht bereuen. Du wirst wirklich dieses Brautdings gutes Aussehen und ihre tollen Haare deine, naja, deinen Entschluss hier beeinflussen lassen und bewölken? Mit einer Imperialen zu arbeiten ist gegen alles, für was wir je gekämpft haben. Moment, ich... Ich würde Einspruch, Ulna. Wenn wir jetzt jeden im Imperium töten würden, würde es uns überhaupt nicht besser machen als die. Wenn es überhaupt eine Chance gibt, eine Allianz zu bilden, dann sollten wir sie wohl ergreifen. Eine Allianz mit unseren Feinden? Du bist ein Narr, wenn du glaubst, dass man denen trauen kann. Na gut, lass ihr halt ihren Willen haben. Ich werde nicht Seite an Seite mit einer Verräter für unsere Sache kämpfen. Ich hoffe, du genießt die Zeit mit ihr, bevor sie dir in den Rücken fällt. Ulna! Lass ihn gehen. Er war schon eine Bürde für einige Zeit. Er muss seinen eigenen Pfad gehen. Ich... Naja... Finde es auch nicht toll, dass du Marker vertraust, aber wir können jetzt die Entscheidung nicht ungeschehen machen.
Lass uns einfach hoffen, dass alles gut ausgeht. Na super, wieso verkaut jetzt Ulna ab, der blöde Sack? Mimi. Hätte ich jetzt aber gern dabei eigentlich. So, macht euch bereit zu landen. Wir sind nahe der Küste von Cineris. Unsere Späher berichten, dass eine große untote Armee in dem Tal von Seinhilm auf der anderen Seite der Schlucht oder der Bucht gesammelt wird. Das Imperium hat hunderte eigene abgeschlachtet von ihrem Volk, um sie in ungute Krieger zu verwandeln. So wie unsinnig sie hätten auch einmal Waffen nehmen können. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie die weitere Unschuldige töten. Diesmal stimme ich ihr zu. Wir müssen dieses Abschlachten und diese unheilige Zauberei aufhalten und Hexerei. Dann müssen wir also unsere Streitkräfte aufteilen. Das wird uns zwar schwächen und die Schlacht sehr viel härter gestalten, aber es wird auch zu lange dauern, unsere Krieger hin und her zu verlegen. Jede Armee wird auf sich allein gestellt sein. Was machst du denn so? Käse macht ordentlich mehr Schaden. Okay, der Rapax, der Todeslord. Habe ich eigentlich meine verdammten Handola-Sachen gekriegt? Das finde ich aber irgendwie auch doof, dass er abhaut. Was passiert, wenn wir das nicht machen? Ich weiß ja nicht mal, ob wir denen nicht trauen können. Ich meine, im Endeffekt ist sie immer noch umringt von unserer Armee. Selbst wenn diese Seiten wechselt, ja, dann bringen wir sie halt um. Wir sollten sie halt nicht ins Blaue hinein schicken, aber naja. Er ist halt schon ziemlich gut, das muss man ihm halt lassen. Er ist kann halt zwar nicht capturen, Berserker Leader, Damage Reduction. Er ist halt schon ziemlich gut. Och, ist doch dämlich. Das finde ich jetzt echt nicht geil, dass man sich halt random, vor allem hier im späteren Spiel, einfach nur entscheiden muss, ob man jetzt den verdammten Helden behält oder nicht, weil Baum. Das finde ich irgendwie auch nicht so okay. Ich meine, ja, er kommt wahrscheinlich auch nicht zurück und sie, wenn wir sie jetzt... Ach, leck mich doch einfach. Sie ist schneller, sie sorgt dafür, dass wir mehr Schaden machen, aber dafür reduziert er halt. Prinzessin an unserer Seite oder nicht? Ich finde ihn aber ganz erfrischend, auch wenn er halt immer besoffen ist. Im Sumpf, jetzt geht es ja auch wieder. Und manchmal ganz schön ungehobelt ist, aber ich finde das gar nicht mal so schlimm. So. Nee, ich finde es halt irgendwie... Das finde ich halt irgendwie behindert, dass mich jetzt wirklich entscheiden muss, ob ich jetzt... Mann, ey, ich werde es mal kurz googeln. Das finde ich doof. Nee, es sind halt immer so Kackentscheidungen. Nee, weil die sind dann komplett futsch auf einmal und du denkst dir so, geil, wait a minute. Ja, ich kann es halt überhaupt nicht entscheiden. Weißt du, und jetzt... Gut, ich habe tatsächlich gesagt am Anfang, ich würde sie freilassen, also muss ich damit leben. Nee. Aber Hilfe ist halt auch, wenn ich die Handola-Statue nicht kriegen würde. Weißt du? Was sagt denn Steam so? Blablabla.
Was ist das dann irgendwie? Entweder mit dem Chapter. Patch. So. Haben sie es geändert, weil da geht's, dass in Curios auch noch sein könnte. Also, dass man vorher schon die befreien kann. Konnte ich jetzt erst jetzt. Ach, Bay of Curios. Okay. Entschuldigung. Mein Fehler. Es gibt ja. Gab's nicht noch irgendwo noch mal Curios? Okay, interessant. Also vor dem Patch konnte man sich bei hier entscheiden, ob man sie mal haben will oder nicht, und teilweise nicht bei manchen Bugs. Ich will aber Ulna nicht verlieren. Ach, fuck, scheiß drauf. Also es kann halt sein, dass wir halt die Pegasi dann rekrutieren können und alles, was auch ziemlich cool wäre. Aber ich hab... Na ja, ich lebe jetzt einfach damit. Aber ich will Ulna nicht verlieren. Nein! Fick dich! Ich finde das nicht geil. Was sind eigentlich, wenn wir das hier machen? Okay. Auch interessant. Also da heißt es nicht, dass wir sie als Gefangene behalten, sondern dass wir sie nur beobachten. Jetzt wäre es mal die Frage... Ich weiß auch gar nicht, was Ulna jetzt auf einmal gegen die verdammte Braut hat. Normalerweise... Genau. Ah, das Monster. Genau, das haben wir nämlich nicht. Kavallerieregiment, okay, bla Keks. Das war seiner. Optional Send an Envoy to Rhyme. Kann ich die nicht da immer noch freilassen? Irgendwie komischer Dings. Verstehe ich irgendwie auch nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass ich... Ach, damn luck, einfach. Ich hasse das. Aber genau deswegen hasse ich das. Weißt du, dass auf einmal... Du kannst ja nicht mal sagen, hey, Ulna bleibt da bei Keks. Und nee, der bin ich. Liegt vielleicht daran, dass man zu viele Helden hat. Das wäre natürlich auch interessant. Wenn man nicht alle Helden beieinander hat, sondern ein paar draufgegangen sind. Ja, das findest du trotzdem scheiße. By the way. Irgendwie ist das dämlich. Also ich kann es halt wirklich nicht einschätzen. So verlieren wir definitiv Ulna. Ob wir die andere hinkriegen, ist halt immer noch so eine Frage. Ah, weißt du was? Oh, Scheiß. Sorry, wir machen das jetzt anders. Aber jetzt kriege ich die ja definitiv nicht. Du bist ja schon mal sicher.
Ich find's halt doof. Irgendwie, ganz ehrlich. Du kannst halt absolut... Oh, hi. Natürlich hat er einen Drachen, weißt du? Ist irgendwie, ja. Die machen mir Schaden. Noch kriegen wir den nicht, aber wir kriegen Zentauren. Ist auch geil, das. Ich find's irgendwie... Nee, finde es irgendwie nicht gut. Ich will wissen, was passiert, wenn wir Ulna behalten. Fuck you! So. Ich würde sie auch als Gesandte senden, bloß halt mit Eskorte, weißt du? Aber nein! Lassen wir sie frei, eskortieren sie, darf Ulna dabei sein, ja, dann gucken wir mal. Aber nein, das geht ja nicht. Blöde Schwarz- oder Weißgabe ist kacke. Ja. So, alles was untot ist, wird gut durch Magie gekillt. Das heißt, du kommst hier hin. Du kommst mit hier hin. Da gibt's lebende Leute. Du kommst hier hin. Kommst hier hin, wenn da Untote sind. Kommst hier hin. Kommst hier hin. Einmal die freiwilligen Walküren. Obwohl, warte mal. Flupp. Auf jeder Seite einen. Magisches Zeug. Bitte einmal hier hin. Die Schnitter sind auch magisch, aber... Na wohl doch, dann packen wir die Schnitter hier hin. Kommen die hier hin. Kommt hier auch eine hier hin. Komm hier hin. Kommt hier hin. Kommt hier hin. Einmal ein Sumpfdrache hier hin, bitte. Du hast schon ein paar gute dabei und schwer gerüstete. Die haben Else. Du hast ein paar Fernkämpfer. Da kriegst du noch die Panzertrolle und dann kommt die Ian und dann ab jetzt. Weil die sind generell langsamer. So, dann erstmal... Toll, Ex-Menschen. Ah, klasse. Super. Genau das, was wir wollten. Nicht... Das ist das Einzige, wo er Schaden machen kann. Kommen die mal hier hin und ja, hängen dann erstmal fest. Kommen die mal hier hin. Kommen die mit hier hin.
auch nicht ran. Hier kommt irgendwie nichts ran. Die kommen ran. Ja, halt lieber mal hier. Wir haben genügend Mana. Wir können hier erstmal rein dotzen. Super, natürlich, weißt du, mir fehlt genau ein scheiß Drecksput. Es ist so lame. Gut, hier ist irgendwie noch nix. Hier zum Glück auch noch Turn. Oh, hi, da ist was. Guten Morgen. Flop. Und so. Die können den gar nicht. Dann die Trolle mal hier hin. Die freiwillige Feuerwehr hier hin. Die freiwilligen Raubmütter, weil. Ups, die machen aber Aua. Nicht so geil irgendwie. Na toll, ausgetrocknete Malerquelle natürlich auch. Scheiß drauf. Bist du schneller? Hier hin. Dahin. Hier hin. Dahin. Weiter im Text. Da brennt was. Aber nicht so viel. Das hätte man so machen sollen. Irgendwie, manchmal macht die Aua. Okay, das ist nicht ganz so gescheit. Schnalze. Das Intercepten funktioniert richtig gut. Die himmeln sich nacheinander weg. Ist da was? Nö. Schaut euch das an. Sie haben die ganze Stadt abgeschlachtet. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind getötet, um ihre untote Armee auszuheben. Wir machten sowas. Das ist falsch. Mein Vater würde das niemals erlauben. Und doch ist es geschehen. Tausende abgeschlachtet. Das ist nicht das Werk meines Vaters. Wer auch immer das ist, ist schuldig gegenüber einem schrecklichen Verbrechen. Gegenüber dem Imperium muss der Gerechtigkeit zugeführt werden. Ja, willst du dich jetzt uns nochmal anschließen? Dann bin ich bitte vielleicht irgendwie bei euch beide, ne? Ulla und du so gekuppelt, ne? Das ist vielleicht doch ganz okay, ne? Also komm, ne? Ist ein bisschen haarig, aber ansonsten. Ja, okay, mehr ist da nicht. Schätze, tschüss. Ah, super. Dinge, die wir unbedingt gewollt haben, das nicht. Wee. Irgendjemand, den wir hier vergessen haben oder sich benachteiligt fühlt. Natürlich.
die immer noch nicht. Ich krieg sie Krätze einfach. So, weißt du was? Wir nehmen jetzt aber mal die hier als Ersatz. Ja, der macht die irgendwie ordentlich weg. Die machen wie nichts. Hui, flop. Und hui, weg. Und hui, hier hin. Und hier. Das ist nochmal ein Lager. Da sollten wir weiter häufig meiden. Nur falls hier Harpien sind oder so. Oh, die sind übrigens gut gegen die. Ja, Flammen, Speer. Die haben jetzt Angst. Klasse. So, Sumpftrache. Hier. Der kriegt auch ein bisschen viel Schaden. Der kriegt sogar richtig immer viel Schaden. Warum? So, hoffentlich reicht das jetzt. Das sollte reichen. Tot, Batsch. Das hat schon mal funktioniert. Das auch. Wo kommt die noch einmal her? Blöde Versteckspielerei. Oh, tja. Gute Nacht, würde ich da mal sagen. Geil, wir kriegen jetzt noch ein Diary, wo wir es absolut nicht mehr brauchen. Okay, hier ist nichts. Wieso sehen sie nichts? Flop, flop. Attacke. Das könnte jetzt kritisch werden. Obwohl. Sind nämlich schon aus dem Gefecht. Nein, er sollte weiter. Fuck it. Es gibt gar nichts mehr. Ah!
Dinge, auf die ich nicht wirklich Lust habe. So, komm mal her. Oh, hi. Wo ist der nächste? Hier. Na, und wer ist hier? Hallo, Zentauren. Hier drüben, hier ist ein Lager dieser Pferdemenschen. Zentauren, was machen die hier? Vielleicht können wir sie überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen. Lass uns versuchen, zu ihnen zu reden. Convince them, bribe them, bribe them, versucht meistens, convince them. Grüße, noble Zentauren. Wir sind gekommen, euch anzufragen, dass ihr uns gegen die imperialen Untoten und so weiter beisteht und ihre üblen Transmutierer und Überlords. Ich nenne sie jetzt aber Überlords. Das Imperium hat ihre eigenen Leute abgeschlachtet und bedroht euer Land genauso wie und bedroht euch euer Land, auch euer Land. Es sei denn, ihr und wir zusammen stoppen es. Werdet ihr uns in eurer Sache, und eurer Sache helfen? Die Menschen haben uns von unseren Jagdgründen vertrieben und uns aus Sport getötet. Wenn wir euch helfen, dann verlangen wir unser Land zurück. Wir beanspruchen das Tal westlich von hier und die nördlichen Wälder. Okay. Sollte haben. Wenn wir denn die Untoten von hier gemeinsam vertrieben haben, könnt ihr euer eigenes Land, was ihr selbst erobert habt, gerne behalten. Interessanterweise ist jetzt die Marke gar nicht so sauer. Das wäre sie bestimmt. Okay, das macht nichts. Kann ich noch irgendwas anheuern? Was ist, wenn wir sie einfach mal... Naja, stechen, weil wir haben genügend Geld. So, einmal Kommando zurück. Genau, bla Keks. Mir das voll Pfaffen! Noch ganz bei Trost. Kriegt ihr lieber euer Land? Ist mir scheiße, ja. Kloppt euch mit dem Imperium drum, ist mir doch egal. Bin ich blöd oder was? Also wenn wir jetzt Makra dabei hätten, hätte die 100 Pro was dagegen, aber naja, egal. Warte mal, ich kann ja hier... Genau. Hui. Wenn wir sie einschüchten, kämen sie wahrscheinlich uns. Okay, das war klar. Gut, hätte ja sein können. Oder, fünf Waffen? Also mal ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen sehr happig. Einfach nur. Ja, scheiß drauf. Komm. Was braucht die Axt hier? Ah, Charge Attack, okay. Ganz normal. Ich habe halt komischerweise echt wenig Lust, fünf. Also, ich meine, gut, wir haben ja unsere Leute eigentlich auch
weit genug ausgerüstet. Trotzdem habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Ha, wir können euch beide angreifen. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Jo, Panzertrolle. Ihr kriegt halt echt nur auf die Mütze irgendwie. Machen wir es mal so, dann können wir nämlich den gleich wegkillen. Okay, der macht absolut nichts. Die sind nicht einfach mit Gold bestechen. Wäre viel besser. Gib mir die freiwillige Flak. Ich brauche vor allem die freiwilligen Brandstifter hier. Genau, und zack. Jetzt wechseln die. Komm schon mal hier hin. Dann wäre der Dolos, der auch mal hier hin kann. Die kommen mal hier hin. Und wir können vielleicht hier irgendwie umrunden oder sowas. Das wäre auch ganz praktisch. Der hat jetzt gerade die höchste Bewegungsreichweite, der Sturmtrupp. Latsch mal hier hin. Hä? Mist. Trotzdem. Da ist ins Wasser. So war es auch nicht geplant. Ich dachte, ich kann da ein bisschen steuern, wie weit ich irgendwo hinlatschen will. Und flop. So, das kriegen die auch mal gut Schaden. Die sind noch hier. Irgendwie auch mal ganz nett. Die auch mal ein bisschen schneller machen können. Pui. So, noch einen beschwören, weil wir haben das Mana und naja, ganz ehrlich, because why not? Auch noch abknallen. Da waren wir schon. Macht auch nichts. Wir können die nochmal abwerfen. Du kommst leider nicht mehr ran, aber du kommst jetzt auch nicht ran. Ach, scheiße. Du kannst hier ein bisschen ranlatschen. Gut. Warte mal, kann ich die noch irgendwie einfangen? Das heißt nicht, weglaufen können? Kann ich. Ja, himmelt euch ruhig an dem Torwächter weg. Das ist mir relativ recht. Wie viele haben sich denn bitte in diesen Wäldern versteckt? Arsch. Tschüss.
Ja, viel Spaß dabei, wenn es euch Freude macht. Kletter mit Fledermäusen den Drachen an. Ui! Schlecht. Du Heilige, wie viele Nachtmare kommen denn da bitte? Tschüss. Ganz ehrlich, hätte ich jetzt das mal gewusst, dass ich hier wieder drei Waffen kriege, ne? Okay, wir machen das anders. Wir machen uns jetzt tatsächlich mal Liebkind bei einer Marke. Einfach zur Sicherheit. Hoffen, dass ich dann bitte drei Waffen kriege, oder? Egal. Und alles hinhaut und dann, ja. Fuck, vergessen das hin und her zu machen. Auch wurscht. Naja, wir kriegen sie ja hoffentlich wieder. Hoffentlich. Wir, wenn nicht. Ich kann mir ziemlich egal sein, eigentlich, das Warcamp. Bringt's auch nicht. Ui. 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 Ja, die leben ja noch. Das ist ja dämlich. Nicht schon wieder. Shit. Ui. Ui. Das hat einen Radius von 1, das ist halt schlecht. Und... Hallo? Okay.
Und flupp. Die sind hier. Und flupp. Ganz vergessen. Die können die nur fast platt machen. Ist das lame. Mach den platt. Der ist ein bisschen gefährlicher. Muss ja welche so ein bisschen aufpassen mit der Einheitenanzahl, weil man verliert gerne so ein bisschen den Überblick. Genau, okay, durch bitte wieder alle selber. Guck mal, viele. Zur Sicherheit werde ich jetzt einfach mal speichern. Drei Rüstungen. Fick dich. Ich will drei Waffen. Ich will meine Waffen. Und zack. Die sollten eigentlich hier hinterher. Na gut. Na, was ist hier? Auch nur die. Ja, halb so wild. Sagte er und starb. Kommen auch original nicht voran. Wären zwei. Oder kann ich ihn überall hinfliegen? Wirklich eigentlich nur würden, okay. Hier kriege ich die, hier kriege ich die, hier kriege ich die, hier kriege ich wenigstens die zwei. Mach jetzt die weg. Ja, lol. Da stirbt jetzt mal richtig schnell ordentlich weg. Alles weg, vor allem. So.
Ja, die können wir auch mal wegchargen. Und flupp. Bevor die was machen können, schalte ich die lieber so schnell aus. So, die machen jetzt auch nichts mehr. Die sollten in den Bergen ja eigentlich besser sein. Schneller. So. Ulna haben wir noch. Ja, genau. Ja. Gib mir Waffen. Nee, was ist? Ach ja, der kann ja nicht. Der Schlappen weigert sich ja irgendwas einzunehmen hier jetzt. Was halt voll doof ist. Ich meine, ich zahle ihm 100, aber er selber plündert jetzt nicht mehr, weil das nicht mehr geht. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir zahlen dich also dafür, nicht zu plündern. Das ist logisch. Seelenfeuer an. Aber macht ruhig weiter so. Das ist super. Ganz ehrlich, je mehr sich da wegwasten, desto besser. Die töten ihn ja immer noch nicht. Was war falsch? So, Mana-Vorrat aufstocken. Und flop. Cool, da können wir sogar nochmal drei Waffen. Jetzt geht's irgendwie rund. Jetzt kriegen wir ordentlich Waffen. Können wir sogar, glaube ich, fast unseren Drachen hier mal aufrüsten. Nämlich auch mal Zeit. Macht ein bisschen mehr Schaden. Geht mal ins Wasser. Also an Land könnt ihr halt echt nichts. Genau, und der will sich hier heilen. Da habe ich jetzt irgendwie weniger Bock drauf. Tschüss. Der ist fast down. Darauf habe ich jetzt auch irgendwie keinen Bock drauf. Mach den mal schneller. Die ziehen sich mal zurück. Die bolzen die hier ab.
Die können beide nochmal. Der kann ich auch ausschalten. Dann sehe ich auch mal was. So. Yay. Dogel gradet auch mal ab. Jetzt habe ich nämlich hier die Geisterarmee. Yippie. Heul, heul, heul. Was auch immer. Irgendwas Geisteriges. Holen wir nochmal einen Torwächter her. Es sieht auch so aus, als würde die Armee hier schon ein bisschen Verstärkung brauchen. So ist es nicht. Ach, fuck, den hätte ich jetzt auch stehen lassen können. Ach, scheiß drauf. Die sollen da mal herkommen. Nicht so rumeiern. Wozu habe ich sie immerhin mit drei Waffen angeheuert, verdammte Axt. Genau, dann gehst du trotzdem einfach mal rein. Sich auch schon mal heilen. Bleibt noch der Sumpfdrache, der sich jetzt auch mal heilt. Dann unser Glühhund, der mal hier hingeht. Das war's schon. Ja, KI. Was hast du vor? Dich töten. Okay, auch gut. So habe ich damit kein Problem. Okay, tschüss. So irgendwie gescheit lernen tun sie es ja nicht. Ne? Ich würde sagen, die können jetzt da reinchargen und exakt nichts reißen. Dahin machst das so ein bisschen weg. Das hier ist so ein bisschen trostlos. Geht mal hier hin. Geht mal hier hin. Heilt euch brav. Geht hier hin. Geht hier hin. Ja. Shit.
Das ist irgendwie ziemlich unangenehm. Eventuell kommen sie ja nicht ran oder sowas. Wäre jetzt so meine Hoffnung. So, endlich ins Wasser. Jedenfalls eine von 10.000 gefühlt. Ey, nochmal zwei Rüstungen. Ich glaube, die gehen davon aus, dass man hier ein, zwei Einheiten verliert und die dann wieder upgraden kann. Aber naja, den Gefallen tue ich denen nicht. Kann man die Reichweite nicht mehr einstellen? Das ist ja mal Mordscheiße. Was ist denn jetzt das ausgedacht? Also entweder ist da irgendwas gerade ziemlich falsch gelaufen. Oder man kann die tatsächlich einfach nicht mehr einstellen. Den Charge, das ist irgendwie schlecht. Aua. Okay, das war ja irgendwie halb so schlimm wie erwartet. Wo sind die jetzt? Da. Tschüss! So, wir müssen jetzt irgendwo dahin. Du, um Gottes Willen, ach, keine Ahnung. Das Problem ist, Falesson kann halt nichts, wie man hier sieht. Und die halt können noch erstaunlich viel weniger. Was man echt nicht für möglich halten sollte. Das geht. Entweder drei oder... natürlich geht da mein Drache auch drauf. Ne? Natürlich! Na, so geht's ja auch. Flutz! Können eigentlich sogar direkt nochmal chargen. So, du kannst jetzt defensiv feuern, wie du lustig bist. Ah, super. So, das gehört jetzt uns. Ein bisschen schneller voran. Gib mir mal wieder Mana. Kann ich jetzt hier nicht durch, verdammte Scheiße.
auch nervig. Sie haben eine gute Reichweite entwickelt. Greifen wir Transportieren. Kommen wir das dann. Geh ich hier rüber. Und beschleunige mal die hier. Mach die weg. Geh hier rüber. Hier rüber, mach die weg. Nee, kein Bock darauf. Du hast zum Glück eine geringe Rückzugschance, die du hoffentlich dann noch nutzen wirst. Sonst bist du nämlich ganz schnell ziemlich tot hier. Was gar nicht mal so geil wäre. Ach stimmt, ich depp mich jetzt damit. Oh, der kann sogar relativ weit schießen. Das ist praktisch. Okay. Na, hast du jetzt noch den? Der kann auch hier einmal reinchargen, aber alleine ist das halt auch schon ganz schön dämlich. So, gehst jetzt hier hin. Wir können zwei Mana opfern, aber ich glaube, das werde ich noch brauchen. Hauptsache irgendeinen Schaden machen. Soll ich eigentlich mit denen reden? Ne, sollte doch weggehen. Was denn? Ich will die auch. Wieso krieg ich die nicht? Ihr könnt euch auch zurückziehen, ne? Nur so als Randbemerkung. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir machen dann anders weiter, weil gerade bin ich scheiße müde und will schlafen und es ist scheiße spät und ich muss ziemlich aufs Klo. Und wir mussten ja gerade eh laden und naja. Ich hasse es mal. Es ist immer dieses, du gehst dahin, denkst dir nichts Böses, auf einmal Todesarmee des absoluten Untodes und töte dich. Das ist einfach nur so nervig. Deswegen, ich glaube, ich werde jetzt wirklich die Taktik mit den Wegpunkten fahren, dass ich immer so hier so immer so kleine Bögen beschreibe von meiner eigentlichen Hauptarmee und dann trotzdem irgendwas aufdecken kann, aber nicht zu weit abhaue und dann nicht mal zurück kann. Naja, werden wir sehen, wie ich es mache. Bis dahin, ciao, ciao, danke fürs Zuschauen und Durchhalten.